Ich dachte, hier werden wir fündig. Schau mal hier. Was? Oh Gott. Oder ich schmeiß den über den Schach noch irgendwo. Soll ich denn den? Leck mich doch einfach an. Wie soll ich denn den besiegen? Wie soll ich den denn besiegen? Ah, das einzige Problem an diesem Spiel ist, dass man, halt wirklich nichts. Nicht wirklich kämpfen kann. Hier, Spinne. Mach was! Das ist die falsche Spinne. Thank you.
Ich habe keinen Plan, wie man das Ding überhaupt angreifen kann. Oh, leck mich doch am Arsch! Wie besiegt man diese Scheiße? Wie man das angreift. Du bleibst hier. Ist halt noch eins. Thank you.
wünschte, ich könnte zuschlagen. Mann. Hallo! Und nur der Stempelmann wird da. Ja! Hallöchen, hier ist der Stempelmann! Stempel sind mein Leben, ich bin Hyrules größter Stempelexperte. Wie ich deiner Stempelkarte entnehmen kann, hast du schon 5 meiner Stempelstationen gefunden. Dann bekommst du von mir jetzt, wie versprochen, eine Belohnung: Milch. Na, was meinst du? Hat dir die Stempeljagd gefallen? Wusste ich's doch. Ich habe echt ohne Ende geschuftet, nur um diese Antwort zu hören. Also hat es sich voll gelohnt. Yippie-yay! Mir ist wichtig, dass wirklich alle verstehen, wie viel Spaß Stempel bringen. Deshalb habe ich die ganze Welt bereist, um den Leuten von meiner Stempeljagd zu erzählen. Bis jetzt hat allerdings noch niemand außer dir teilgenommen. Soweit, so gut. Du bekommst jetzt jedenfalls deine nächste Stempelkarte. Stempelkarte für Stempeljagd fortgeschrittene. Die Rückseite ist mit Tusche verschiedener Farbe verschmiert. So, bitteschön, mitmachen. Auf zur Stempeljagd! Die Stempeljagd geht weiter. Ich hoffe, du freust dich schon auf deine nächste Belohnung. Viel Spaß! Bin ich hier, wo ich sein wollte? Oh nein, hier sind Gyptos. Ich nenne die Gyptos, die sind in anderen Spielen Gyptos. Obwohl die Gyptos waren, glaub ich, die in. Die Mumien, ne? Aha! Hey, Kameradin, ist alles in Ordnung bei dir? Ja, beziehungsweise nicht wirklich. So viele von ihnen wie auch erwischen, es kommen immer neue. Hm? Wer bist du denn? Hier könnten jeden Moment Monster auftauchen, also verzieh dich lieber. Jetzt hast du es beschworen. Ja, ich kann nicht mehr mal mehr meine Arme heben.
Hilfe. Die halten doch so viel aus. Haben die eine Schwachstelle? Sich selber? Okay, die sind sich selbst ihr schlimmster Feind. Das hätte ich dir jetzt gar nicht zugetraut. Du bist ja richtig stark. Wer hätte gedacht, dass du uns retten würdest? Damit wären fürs erste alle Monster besiegt. Wenn jetzt noch die ganzen Risse verschwinden würden. Ich kann mich vor lauter Kämpfen kaum noch auf den Beinen halten. Lass uns bei der Oase neue Kraft schöpfen. Danke für die Hilfe. Ohne dich wäre das knapp gewesen. Hier kann ich keinen Zugang zum Riss öffnen. Von hier gelangen wir also nicht hinein. Und Zelda, wie ist es gelaufen? Konntest du einen der Risse schließen? Konntest du sie nicht schließen? Dann ist die Kultstätte also der einzige Weg, um sie loszuwerden? Doch der Zugang dort hinein bleibt uns verwehrt. Dona! Facette möchte euch sehen. Sie will über eure Fortschritte in Kenntnis gesetzt werden. Ihr sollt bitte zusammen mit der Lianerin in den Palast zurückkehren und dort Bericht erstatten. Nun gut. Wir haben noch keine Möglichkeit gefunden, deine Fähigkeiten zu beweisen. Aber dieser Aufforderung müssen wir Folge leisten. Ich gehe schon mal vor. Wir sehen uns dann im Palast, Zelda. Also ich muss sagen, Controller von der Switch sind ja mal mega scheiße, wenn es darum geht, eine Entfernung zu überbrücken. In meinem PlayStation-Controller habe ich nie das Problem, dass ich da... Ja, da kann ich problemlos steuern. Aber mit den Switch-Controllern hier, ich habe manchmal Probleme, dass der das annimmt, was ich drücke. So, ich will das neue Bett mal testen. Es geht schneller und es ist ein ganzes Herz. Es gibt bestimmt noch bessere Betten. Königliches Bett zum Beispiel. Ich habe noch 3 Stempelkarten, oh Gott.
Das Glas kann man zum Beispiel nicht kaputt machen. Rolandona, ist euch der Nachweis gelungen, dass sie Risse schließen kann? Das war nicht, aber dennoch möchte ich euch ersuchen, ihr ein wenig Gehör zu... Trotz eurer großspurigen Ankündigung ist es euch also nicht gelungen, ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen? Nun ja, der Versuch war zum Scheitern verurteilt. Ihr werdet von dieser Person an der Nase herumgeführt. Ja. Das kann ich einfach nicht glauben. Was für einen Grund sollte sie haben, mich zu täuschen? Ah. Zudem hat sie ihr Möglichstes gegeben, um zu beweisen, dass sie Risse schließen kann. Glaubt ihr, sie ist durch die halbe Wüste gerannt, nur um mich zu verhöhnen? Nein, sie spricht die Wahrheit. Und ich bin bereit, alles darauf zu verwetten. Ich will keine einzige Soldatin mehr verlieren. Deshalb möchte ich an Zeldas Seite losziehen und den Riss schließen. Egal wie es ausgeht, ich werde die Konsequenzen tragen. Also, Königin Sera, bitte erlaubt uns Zugang zur Kultstätte. Dona, du vertraust dir wirklich so sehr, dass du deine Ehre als Kriegerin aufs Spiel setzt? Ja, das tue ich. Du bist zu einer würdigen Kriegerin herangewachsen, meine Tochter. Auch ich kann nicht länger zusehen, wie unser Stamm von diesen andauernden Monsterangriffen zermürbt wird. Wenn du dich so sehr... so für sie einsetzt, dann will auch ich unser Schicksal in ihre Hand legen. Aber Königin Sera, wenn der Sand vom Zugang der Kultstätte entfernt wird, dann gibt es nichts mehr, was die Monster zurückhält. Wenn dort Monster auftauchen sollten, müssen sie erst einmal an mir vorbeikommen. Ha, nichts als Großsprecherei. Das glaubt ihr allein denn ausrichten zu können? Sie wird nicht allein sein. Hm? Was wollt ihr? Wir haben alles mit angehört, König Sera. Passette. Diese Hylianerin hat uns gerettet.
Mir hat sie geholfen. Bei der Grabhöhle. Und uns auch. Wenn die Chance besteht, den Riss zu schließen, dann sind wir zur Stelle. Ja, auch wir kämpfen nur zu gern an Donas Seite. Du hast die Kriegerin gehört, Facette. Bist du trotz allem nicht bereit, diese Zelda anzuhören? Was muss ich da aus eurem Munde hören? Solch eine Haltung ist einer Königin unwürdig. Nun schaut ihr denn nicht den schändlichen Versuch dieser Hylianerin, unsere Notlage auszunutzen, um uns zu täuschen? Wachen, dieses Mädchen ist eine Schurkin, die uns Gerudo in das Licht führen will. In den Kerker mit ihr! Sie ist... Facette ist... kommt aus diesem... aus der Schattenwelt, glaube ich. Was? Facette? Königin Sera, was ist? Der Riss im Osten bei der Ruine ist des Wüstentempels ist größer geworden und hat einige unserer Kriegerinnen verschluckt. Oh nein, bringt mich sofort dorthin. Jawohl. Ihr kommt auch mit. Jawohl. Königin Sera. So wartet doch. Sich ohne jede Vorbereitung dorthin zu begeben, ist viel zu gefährlich. Der Riss ist größer geworden. Vielleicht kann ich dort einen Zugang öffnen. Wir sollten ihnen folgen. In diesem Riss wurden sie verschluckt? Ja. Bin nicht zu nah ran. Wir müssen sie retten, aber wie? Facette. Wir sind bislang deinem Rat gefolgt und haben uns ganz auf das Bekämpfen der Monster konzentriert. Sage mir, warum breitet der Riss sich trotz unserer Bemühungen weiter aus? Vermutlich haben wir nur noch nicht genug Monster besiegt. Königin Sera, hier ist es so gefährlich für euch. Wir sollten uns zurück in den Palast begeben und die Angelegenheit in aller Ruhe. Was redest du da? Ein paar der unsrigen sind von diesem Riss verschluckt worden. Willst du, dass wir sie einfach im Stich lassen?
Hier kann ich einen Zugang öffnen. Weiche zurück, Zelda. Was ist das, Zelda? Du willst den Riss von dort aus betreten und ihn dann schließen? Und so kehren auch die verschwundenen Personen zu uns zurück? Das wäre ja fantastisch! Ich bitte dich, schließe den Riss für uns! Ich kann die Anwesenheit meiner Gefährten spüren. Wir sind hier an verschiedenen Orten eingeschlossen. Insgesamt sind es 5 Stellen. Wenn wir sie alle befreien, können wir diesen Riss schließen.